Wir sind Crowded. Ich bin Marvin, Student der Wirtschaftswissenschaften. Hi, ich bin Luca. Ich studiere Intermediales Design. Ich möchte gleich mit einer kurzen Frage starten. Wer von euch mag denn Schuhe? Hebt mal kurz die Hand und schreit ganz laut ich. Ich? Okay, einige. Ich mag natürlich auch Schuhe, und zwar vor allem diese Chuck Taylor hier. Es gab nur ein kleines Problem, die sind ziemlich teuer. Die kosten 60 Euro bei Zalando und bei Snipes. Und ich als Student kann mir das halt einfach nicht leisten. Naja, da habe ich mir gedacht, wieso gehe ich nicht mal in den Laden, wieso gehe ich nicht mal in Snipes bei mir in der Stadt und versuche, ein Angebot für diese Schuhe rauszuhandeln. Habe ich all meinen Mut zusammengenommen, rein in die Schuhe, runter die Treppe, in die Bahn gesetzt, aus der Bahn raus, in den Snipes rein, habe mich vor den Verkäufer gestellt und gesagt, ich kaufe diese Schuhe, aber ich zahle nur 30 Euro dafür. Ihr könnt euch sicher vorstellen, was der Verkäufer gemacht hat, oder? Naja, der hat mich ausgelacht, denn wieso sollte er mir ein besseres Angebot machen? Wir haben uns eine Lösung für dieses Problem überlegt. Die Website Crowded funktioniert so. Ich kann jetzt diese Schuhe, diese Chuck Taylor bei uns auf die Website hochladen und zusammen mit meinen Freunden und anderen Nutzern der Website Mitkäufer für dieses Produkt suchen. Zum Beispiel, indem ich es auf meinen sozialen Netzwerken wie Facebook oder Twitter teile. Sagen wir, ich finde jetzt 200 Mitkäufer für dieses Produkt. Dann gehen wir als Firma Crowded auf Converse zu oder vielleicht auf einen anderen Großhändler und sagen, wir hätten gern 200 von diesen Schuhen und handeln dann für all die Menschen einen Mengenrabatt aus. Und die kriegen dann glücklicherweise die Schuhe auch für 30 Euro. Tja, wie wir uns von der Konkurrenz unterscheiden und wer die überhaupt ist, erzählt euch der Luca jetzt. Genau, vielen Dank, Marvin. Wer ist eigentlich unsere Konkurrenz? Also wir hätten da Coupon, MyDeals, jede andere Deal-Site im Internet, die eben solche Angebote anbietet. Wie unterscheidet sich Crowded von denen? Wir von Crowded unterscheiden uns, weil wir eben nur die Produkte verkaufen, die die User auch wirklich wollen, weil auf Crowded die User selber ihre Produkte hochladen können. Aber wie bringen wir eigentlich Leute dazu, auf unserer Plattform irgendwas hochzuladen? Naja, im Gegensatz zu Coupon oder MyDeals wollen wir eben kein aufregendes oder Wir wollen kein aufdringliches User-Interface. Genau, danke. Kein aufdringliches User-Interface, sondern klar strukturiert einfach, damit sich User auf der Seite wohlfühlen, auch Produkte hochladen, ein bisschen durchscrollen, Zeit verbringen, die Produkte teilen und am Ende vielleicht sogar echtes Geld sparen. Genau, und was für Erfahrungen wir gemacht haben, das erzähle ich euch jetzt. Wir waren auch wirklich schon mal in der Stadt unterwegs bei uns, sind in Snipes gegangen und haben gesagt, wir hätten gern 200 für diesen Chuck Taylor. Und wir sind glücklicherweise zu der Erkenntnis gekommen, dass die 30 Euro, von denen ich euch gerade erzählt hatte, auch wirklich möglich wären. Das heißt, es würde so funktionieren, wie ich es gesagt habe. Das heißt, ich appelliere jetzt an euch, helft mir, meine Schuhe zu finanzieren. Schaut mal auf unserer Website vorbei, www.crowd.it. Die Crowd funktioniert, das hat man schon gesehen, sonst wären wir jetzt nicht als Wildcard-Sieger im Finale. Wir sind Crowded, wir machen Mengenrabatt möglich für jeden und jedes Produkt. Dankeschön. Dankeschön.